Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Sind wir ja letztes Mal eigentlich zu der anderen Insel darüber gefahren? Daran kann ich mich da noch erinnern. Weil da bist du auch irgendwie die Dingsinsel hier für Medikamente und Co. gewesen. Naja, ja. Wir gucken mal. Am besten, wir holen uns erstmal den scheiß Hubschrauber hin, weil ich habe jetzt hier keine Lust. Roger. Weil ich habe jetzt hier keine Lust, Ewigkeiten zu suchen nach irgendwas, was wir hier machen können. Deswegen fliegen wir jetzt erstmal zur nächsten Mission. Damit es hier immer sofort wieder weitergeht. Weil immer dieses ganze Rumgehampel habe ich auch keine Lust zu. Habe ich hier noch vielleicht irgendwas, was ich vergessen habe? Pequod ist schon da, hier das Ding lädt nicht. Ach doch, guck mal. Guck mal einer an. Ach, egal. Schleichanzug. Was ist das denn? Äußerst Schall geht denn für Sohlen. Schrittgeräusche eliminiert. Ja, wie oft kann ich ja den. Hä? Ja, gut. Kümmern wir uns nachher mal drum. Wie kümmern wir uns jetzt vor allen Dingen erstmal hier drum? Ne, warte mal. Hier war noch irgendwas mit Ressourcen. Was hast du hier noch? Och, komm, warum braucht das Ding denn heute so lang zum Laden? Immer. Das ist schon dann ein bisschen nervig. Achso, ich will aber nichts verkaufen. Deswegen gehen wir jetzt hier mal in unseren Hubschrauber rein. Und dann geht es auf. Auf. Na gut, da geht hier nur die Dingspistole. Oh, ich habe mir jetzt erstmal ein paar neue Kopfhörer organisiert für jede Aufnahme. Wesentlich angenehmer als vorher. Weil jetzt höre ich auch mal ausnahmsweise alles drumherum noch. Also egal wie scheiße die Apple-Kopfhörer manchmal sind, hierfür sind die schon echt praktisch. Lade schneller. Lade er zu. Spiel fortsetzen. Tagesbonus erhalten. Use your iDroid to designate a location for a strike. Just make sure you're not in the kill zone. I hate to tell the men they blew up the boss. After you've called in a strike, move away from the target location immediately. Also, like supply drops, strikes cost GMP. So once you don't put us in the red, remember what our real objective is. Ja. Worum kümmern uns jetzt hier am besten erstmal? Ich hätte die ja schon gerne eigentlich alle abgehakt. Deswegen müssen wir uns hier wohl mal um den Weg des Helden kümmern. Eliminieren Sie die Kommandanten der Spitznaz-Einsatztruppe, die im Geheimen an der, Operation der verbrannten Erde in Afghanistan teilnimmt. Das Ziel hat mit seiner Aufklärungseinheit das Dorf Shago besetzt und ist auf einen Angriff vorbereitet. Dann. Mission accepted. Wollen wir den mal ihr Dorf Shago einnehmen. Verbesserte Waffen ausrüsten. Top läuft. Kann ich hier nicht schon mittlerweile Hauptwaffe? Die hier. Und wir waren ja hier eher am Ausrüsten dran. Ja, was anderes haben wir eh nicht zur Auswahl als das Gewehr. Ne, haben wir nichts. Dann haben wir nichts. Ach komm. Das ist jetzt schon so richtig. Begleiter auswählen. Kann ich jetzt mittlerweile. Kampfanzug. Fahrzeug wählen. Habe ich auch nichts. Also geht los.
So, jetzt wollen wir mal gucken, dass wir hier ich nehme mal an, wir müssen jetzt doch wieder einnehmen. Das sollte ja nicht so schwer werden. Nur immer diese Drecksladezeiten von dem, jetzt geht es, von dem Spiel. A Hero's Way, der Weg des Helden, Episode 3. Ja, vor allen Dingen, wir haben schon Episode 8 gemacht, aber Hauptsache wir machen jetzt nochmal Episode 3. Your target is a Spetsnaz Detachment Commander. Your orders are to take him out. With skills like his, it'd be a shame to waste him. But I'll leave the method up to you. Boss, make your way to Deshago Calais and eliminate the target. Ah, das Ziel kriegen wir wohl eliminiert. Wo ist das denn, das Dorf? Da unten? Also hinter, ach, hinter dem Hügel. Toll. Ich bin immer vorsichtig. Aber wir nehmen hier als erstes noch die Blumen mit. Ja. Wir bewegen uns jetzt einfach mal hin zum Dorf. Hier der Laberhannes, der immer dazwischen labern muss. Ich weiß nicht, wie oft er uns noch irgendwelche komischen Waffen, Früchte oder was weiß ich denn erklären möchte. Wo ist das Dorf denn? Wir sind doch gleich schon da. Wo bin ich denn da gerade drüber gelaufen? Über eine Ziege? Ernsthaft. Ich hab die Ziege betäubt. Ist das geil. Ach stimmt, hier haben wir jetzt. Das ist nett, dass unsere Karte jetzt geupdatet wurde. Das allergeilste wäre immer noch ein scharfes Gewehr mit dem Schalldämpfer vorne dran und nicht immer nur hier das normale Sturmgewehr. Schwarze Karte. Ach, hier war ich auch schon. Das habe ich auch schon mal gemacht. Ich glaube, hiervon kann ich eh keinen gebrauchen. Ah, den muss ich mitnehmen. Wo ist noch einer? Da unten ist noch einer unter Garantie. Analysis complete. Ja. Da hinten auf dem müsste noch einer sitzen. Und das war doch erstmal, oder? Haben wir hier unten noch irgendwas? Nö. Das ist viel zu weit weg. Das aber auch noch. Das geht nicht gut. Deswegen machen wir das jetzt einfach mal so, dass wir erstmal ein bisschen näher hier rankommen. Weil das hat sonst keinen Sinn. Wenn ich hier aus 180 Metern Entfernung dem einen Kopfschuss oder so geben soll, das geht nicht gut.
hingehockt. Ja, das sieht schon besser aus. Zack, weg. Der ist erstmal mit dem Kopf noch gegen die gegen den Dings geknallt. Gegen die Lampe. Ach, komm schon. Ach, scheiß Hut. Scheiße. An den habe ich nicht gedacht. Wo kommt man denn hier hoch? Hier kommt man doch irgendwo hoch. Da musst du mal hochkommen. Da geht doch. Komm, ab die Leiter hoch. Erstmal verstecken, Alter. Dreckshelm, Alter. Scheiße. Problem ist ja da drüben noch. Komm, bleib stehen. Na, jetzt kommt er hier hoch. Betäubt. Steht doch. Den können wir auch nicht gebrauchen. Bevor hier der nächste kommt, sind wir die schon mal los. Ah, die Sache ist jetzt, welcher ist denn jetzt hier der Chef gewesen nochmal? Der schon mal nicht. Den kriege ich aber auch nicht auf die Entfernung. Das war auch nicht der Chef. Da ist noch einer, den habe ich noch nicht gehabt. Scheiße. Die sind natürlich gefährlich. Der kann auch weg. Zack, weg. Komm, guck nochmal hoch. Komm, guck nochmal hoch, Mann. Wo ist denn der Dreckschef? Mann. Nicht, dass ich den nachher abknalle, dann haben wir ein Problem. Wir könnten ja nochmal nachladen. So. Das ist der Chef. Wo hat er mich gesehen? Scheiße, falsche Waffe, aber egal. Was soll ich machen?
Analysis complete. Ja, tut mir leid, aber. Das passiert halt schon mal dann. Ach, doof. Ich hoffe, das waren jetzt keine wichtigen Leute. Da unten sind schon wieder zwei. Scheiße. Nur das Wichtigste ist, dass ich dich hinten krieg als. Ah. Komm, komm ans Fenster, komm. Kommt ans Fenster. Ich hab grad, wir schaffen das unentdeckt, aber naja. Das klappt noch nicht alles. Jetzt kommt erstmal hier der nächste hier raus. Komm schon, komm. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Ach, scheiße. Jetzt hier runter. Und jetzt mit der hier hinterher. Weil jetzt habe ich hier nur noch den Boss und den will ich mitnehmen. Scheiße. Analysis complete. Wo hab ich denn noch einen? Aha. Wo ist er denn? Ach, da hinten. So, jetzt aber. Jetzt ist es doch nicht mehr so schwer, den scheiß Boss zu kriegen. Dreckskacke, Mann. Geht doch. Boss, I gotta say it would be a waste to kill him. But putting him to sleep doesn't count as eliminating him. Neither does knocking him out. Ja, sag ich doch, habe ich doch auch gemacht. War ja auch intelligenter. Weil wäre wirklich schade drum. Guter Mann, kann man immer wieder gebrauchen. Weil vor allen Dingen auch ein Kämpfer. Your objective's complete. Exfiltrate out of the hot zone by chopper or on land.
Ja.